Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fire Emblem Three Houses. Erkunden haben wir in der letzten Folge beendet und werden es jetzt auch offiziell beenden. Juhu! Have you not been told what's expected from lectures here? Well, I can tell you how it works based on what I've heard from other professors. So, deine Studenten erhalten Fähigkeitenerfahrung, wenn sie Einzelunterricht erhalten. Dadurch steigt ihr Fähigkeitenlevel und sie lernen neue Fertigkeiten und Kampftechniken. Wie vielen Personen du Einzellektionen geben kannst, hängt von deinen oben angezeigten Aktivitätspunkten ab. Wenn du Studenten eine Gruppenaufgabe zuweist, verfolgen sie diese Aufgabe, bis du sie änderst. Nach den ersten Lehrstunden jedes Monats kommen mitunter deine Studenten mit einer Frage zu dir. Gefällt ihnen deine Antwort, steigt ihre Motivation. Okay, Entwicklungsziele. Before starting a lecture, it's a good idea to determine everyone's academic goals. Students will want to prioritize studying things that will help them achieve their aim. Studenten lernen eigenständig und erhalten Fähigkeitenerfahrung entsprechend ihrer Lernziele. Nach jeder Woche gibt es einen Bericht über ihren Lernerfolg. Unter Ziele kannst du die Lernziele von Studenten jederzeit anpassen. Einzellektion. It's probably easier to get good results if you instruct students based on their interests and specialties. Of course, that doesn't mean it's pointless to teach someone things unrelated to their personal goals as well. By looking beyond their preferences, some students may find they're interested in fields they've never previously considered. Eine 3-Sterne-Markierung neben einer Fähigkeit zeigt ein Talenterwachen an, das nach einer bestimmten Anzahl von Einzellektionen ausgelöst wird. Dem werden wir auch bei Dorothea hier in dem Beispiel tatsächlich im Screen auch nachgehen. Wir werden mal gucken, wie das so funktioniert. Habe ich nämlich beim privaten Spielstand auch so noch nicht gemacht. Findet ein Talenterwachen statt, erhält die betreffende Person in der unterrichteten Fähigkeit herausragende Kenntnisse. Manchmal lernt sie dabei sogar eine neue Fertigkeit oder eine neue Kampftechnik. Nice. Ziele setzen. A student's goals may change based on their studies or the experience they gain while on missions. When that happens, perhaps you could help them decide what new goals they should set for themselves. Wenn Studenten durch Einzellektionen und Selbststudium ihre Fähigkeiten verbessern, werden sie dir möglicherweise neue Lernziele vorschlagen. Das werden wir auch noch erleben, sicherlich. Ob du ihre Vorschläge annimmst oder nicht, hängt allein von dir ab. Du kannst deine Studenten ruhig auch auf einen Pfad deiner Wahl führen. Also, wenn man das ablehnt, macht es nichts. Wenn man sagt, nee, ich will, dass du das so machst. Man hat ja hier eh als Wert, der irgendwie beeinflusst werden könnte, negativ so oder so, nur die Motivation. Und die ist fürs Lernen halt wichtig. Das werden wir auch gleich noch sehen. Aber die ist nicht so hyperentscheidend. Das heißt, natürlich auch ist es auch oder kann auch die Beziehung jeweils, auch wenn man was Positives sagt, sieht man ja immer den kleinen Pfeil nach oben mit dem Herzchen, kann natürlich auch die Beziehung zu uns beeinflusst werden, aber das hält sich alles in Grenzen bis hierher, oder soweit ich das bis jetzt festgestellt habe. Motivation, ach ja, da kommen wir auch dazu. How motivated a student is will affect how well your tutoring goes. To help cultivate their motivation, I think it's a good idea to interact with your students as much as possible. Please try your best to motivate everyone, so that they in turn will try hard with their assignments and activities. Studenten mit höherer Motivation können häufiger in Einzellektionen unterrichtet werden. Eine Möglichkeit, die Motivation von Studenten zu steigern, ist, mit ihnen im Kloster zu interagieren. Ja, das machen wir ja regelmäßig. Das sollte kein Problem sein. Gruppenaufgaben. At the Officers Academy, students are encouraged to engage in various activities in and around the monastery. If you instruct your students to work together as a team, it will help to deepen their bonds and produce better results. Du kannst deinen Studenten jede Woche eine Gruppenaufgabe erteilen. Je nach Gruppenaufgabe erhalten sie dann bestimmte Erfahrungspunkte für ihre Fähigkeiten. Ferner können auch Gold oder Materialien dabei herausspringen. Das Ergebnis einer Gruppenaufgabe hängt von den Stärken, Schwächen und ihrem Verhältnis zueinander ab. Und schließlich Examen. Have you heard about the certification exams? They take place every month. Everyone here is working hard to become a certain type of soldier. And those tests are how you can check to see how far we've come. In order to pass the exam, you need to train enough to become whatever class you're aiming for. Take care to develop your students strategically so that they can pass their certification exams.
Wenn du ein Examen bestehst, kannst du zu einer neuen Charakterklasse wechseln. Höherrangige Klassen haben viele Vorteile, wie beispielsweise erhöhte Werte und eine schnellere Entwicklung. Wunderbar, Tutorial zum Unterricht abgeschlossen. Wir gucken jetzt mal, was wir bei den Einzellektionen machen können. Wir haben ja schließlich drei Punkte. Bernadette macht Sinn, weil ihre Motivation halt voll ist. Also für jeden Abschnitt der Motivation können wir einmal Einzelunterricht machen. Kostet aber natürlich immer nur einen Aktivitätspunkt pro Schüler. Das heißt, Bernadette könnten wir viermal Einzelunterricht geben. Und den allen eben nur zweimal. Deswegen werde ich nur mal Bernadette den Einzelunterricht geben. Und hier kriegen wir Magisterbonus. Das heißt, der Finger steht ja auch rechts. Ich bin immer geneigt, jeden Bogenkämpfer auch irgendwie in einer Zweitwaffe auszubilden. Das heißt, bei Bernadette wird es wohl der Bogen und die Lanze werden. Juhu, großartig, nice. Ja. Und wir ballern hier mal ein bisschen Lanzenlevel rein. Schon wieder großartig. Schon wieder großartig. Bernadette, das ist ja der Knaller. Der absolute Oberknaller. Und wenn sie halt nur normale Motivation haben, dann kann man halt keinen Einzelunterricht mit ihnen machen. Aber finde ich jetzt auch nicht so super dramatisch. Autounterricht kann man auch machen, aber naja. Wir gucken uns mal die Ziele an. Autorität, was wir hier bei Edelgard sehen, das verstärkt Bataillone etc. Deswegen finde ich das auch bei Hubert gar nicht so dumm, weil der ja auch eine Fähigkeit hat, die eine Fertigkeit hat, die Bataillone verstärkt. Das ist auch gar nicht so dumm. Ferdinand, Lanze und Axt. Rüstung. Schwertmarke auch. Pass auf, ich probiere das mal. Wir machen ihn mal. Individueller Fokus. Lanze und Rüstung. So, du bist jetzt Versuchskaninchen. Linhard. Vernunft und Glaube. Vernunft und Glaube. Linhard ist unser Heiler. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Linhard ist unser Heiler, / Komplettmagier. Klar, macht ja auch Sinn. Haben wir ja gesehen. Er liest gerne in der Bibliothek. Das sind ja meistens dann die Magier. Linhard hat noch kein verstecktes Talent. Dann, ja, Linhard können wir so lassen. Ja, bei Hubert. Ich weiß halt nicht, ob ich... Guck mal, Er hat auch Lanze als verstecktes Talent. Wir geben ihm mal Vernunft und die Lanze. Caspar. Du hast auch kein verstecktes Talent. Axt und Faust. Das finde ich ja auch mal cool. Lernst du das auch? Axt und Faust. Wunderbar. Bernadette, habe ich ja gesagt, machen wir Lanze. Reiten hat sie. Ah, das ist auch cool. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit... da müssen wir mal gucken gleich. Das gucken wir uns gleich mal an. Dorothea. Du hast das versteckte Talent. Genau, bei dir wollte ich Glaube machen. Aber noch eine Komplettmagierin neben Linhard? Was hatte Linhard denn? Nickerchen... Wenn wir warten, heilt der. Okay. Skaldin, sie heilt umstehende Einheiten. Das macht aber vom Effekt her alles Sinn. Wir müssen hier mal umswitchen zu Vernunft und Glaube. Und dann machen wir bei Linhard aber tatsächlich erstmal wieder Schwert und Vernunft. Mein Glaube hat er schon D+.
Richtig krass. Das macht eigentlich keinen Sinn, ihn im Schwert oder so auszubilden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also gut, wir probieren das ja mit diesen versteckten Talenten schon bei Hubert und bei Ferdinand aus. Ich werde Dorothea mal auf ihrem vorgegebenen Pfad mit Schwert und Vernunft lassen. Petra hat auch kein verstecktes Talent. Schwert, Axt, Bogen. Ich bin ein Freund davon, immer, wenn es möglich ist, wenn sie es machen lässt, eine Nah-Fernkampf-Kombination zu spielen. Weil es gibt kein Waffendreieck mehr. Was ich ein bisschen blöd finde, weil Schwerter sind, glaube ich, die leichtesten Waffen. Das heißt, ein Schwertkämpfer wird viel wahrscheinlicher doppeln als ein Axtkämpfer auf jeden Fall. Äxte sind die schwersten Waffen. Machen aber auch mehr Schaden, aber in Summe, eine Stahlaxt macht super viel Schaden, aber ein Stahlschwert, mit dem du doppelst, macht mehr Schaden. Das heißt, die Axt, finde ich, habe ich festgestellt, die hängt so ein bisschen hinten dran. Lanze ist auch noch vollkommen in Ordnung, aber die Axt ist so die Haut-drauf-Waffe, aber dafür macht sie im Vergleich zu einem leichteren Schwert, was einfacher doppelt, nicht genug Schaden. Aber wir werden bei Petra Schwert und Axt. Nee, Petra, du machst das mal anders. Du machst Schwert und Bogen. Und dann sind wir durch. Und bei Bernadette müssen wir jetzt nochmal gucken. Da zeige ich euch nämlich jetzt mal die Gruppenaufgaben. Da kann man Stall arbeiten, mistet gemeinsam Ställe aus und füttert die Pferde, verbessert die Fähigkeit Reiten. Hier haben wir Unkrautbeseitigung, verbessert die Fähigkeit Rüstung. Und wir haben Luftsicherheit, verbessert die Fähigkeit Fliegen. Ich möchte mal Stallarbeit versuchen mit... Hier auch, hier würde ich so gern jetzt beim Charakter einfach reingucken. Kann ich aber nicht. Nintendo, kann man das reinpatchen? Das wäre ein Träumchen. Jetzt muss ich nämlich wieder rausgehen zu den Zielen, um mir kurz Ferdinand anzugucken, was der vom Reiten hält. Eigentlich eine ganze Menge. Und so können wir jetzt bei Ferdinand die Lanze leveln, die Rüstung leveln und über die Gruppenaufgabe können wir auch das Reiten leveln. Das heißt, wir machen das mal mit Ferdinand und Bernadette. Erfolgsrate 2, viel höher wird es am Anfang nicht gehen, aber das lassen wir mal. Wobei ich mich gerade frage, was soll Ferdinand mit Rüstung und Reiten? Widerspricht sie das nicht? Rüstung ist doch wahrscheinlich für Einheiten... Für gepanzerte Charakterklasse benötigte Fertigfähigkeiten. Egal, wir machen das trotzdem mal so. Wir können ja auch, das ist ja in diesem Spiel möglich, wir können ihn ja zum Beispiel zu einem schweren Ritter machen oder auch zu einer berittenen Einheit. Das ist ja alles möglich, wenn man entsprechend die Fähigkeitslevel so anpasst, dann kann man jede Einheit zu jeder Klasse entwickeln. Man ist da vollkommen, also nicht vollkommen frei, aber man ist schon relativ frei. Man hat hier halt was vorgegeben. Das kann man aber auch komplett über den Haufen werfen, wenn man jetzt sagt, okay, ist mir jetzt nicht wichtig, ob der D hat, dann fange ich halt bei E mit Faust bei Ferdinand in dem Fall jetzt von vorne an, wenn ich das möchte. Also, finde ich schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ich mag das, aber ich werde das mal ausprobieren mit der Rüstung. Das Reiten mag er auch und bei Bernadette möchte ich auch gern... das Reiten ausprobieren, weil sie da ja tatsächlich ein verstecktes Talent hat. Und ansonsten kriegt sie Bogen und Lanze, das ist vollkommen in Ordnung. Und damit sind wir durch. Die Gruppenaufgabe ist gesetzt. Ja, dann verballern wir den Rest in Einzellektionen, oder? Man sollte immer, ich muss das kurz mal ausprobieren, sollte man immer Einzellektionen machen oder kann ich dann keine Wochendings mehr machen? Dann doch bitte mal Linhard. Glaube. Perfekt sogar. I was right. Absolut. Loben. Motivation verbessert. Und das kann auch passieren. Dann steigt die Motivation wieder und dann kriegen wir quasi noch einmal Einzelunterricht mehr.
It is a long road to mastery. Ich glaube, das geht nur bei perfektem Unterricht. So wie jetzt. Oh, I was right. Und dann auch nur, wenn wir loben dürfen. Dürfen wir aber auch nicht immer. Und bei Petra möchte ich einmal den Bogen unterrichten. Wuhu! Your guidance. So. Genau, jetzt haben wir unsere Punkte verballert, können nichts mehr machen und jetzt können wir zum Wochenunterricht gehen. Das heißt, man sollte die Einzellektion immer machen. Manchmal kann man auch einfach Autounterricht machen, wenn man keinen Bock hat, aber ja, das sind halt auch nur ein paar Knopfdrücke. Das ist halt auch nicht viel. Und jetzt sind wir quasi mit dem Unterricht durch und das ist nicht jede Woche, aber immer wenn, ich glaube, 2-3 Mal im Monat schon. Finde ich super, super cool, dass man das so steuern kann. May I ask a question, Professor? Ja. Verzeihung, aber kannst du mich einfach überspringen? Ich habe nicht mal eine Frage. Wie soll ich mir überhaupt eine ausdenken, hä? Das ist bereits eine Frage. Du musst lernen, selbstständig. Du musst nicht. Sprich einfach über was anderes. Ja. Ne? I guess I could do that. Thanks. Bitte. Motivation verbessert. Und Dozentenrang ohne Ende. Warum stand da Dorothea jetzt mit dabei? Bin hart verwirrt. It is a perfect day to exert oneself. Oh no, this is impossible. It is done. Und hier können wir von gut bis großartig perfekt, das haben wir eben schon beim Unterricht gesehen, können wir auch hier Verschiedenes erreichen. Unterstützungswert der beiden ist gestiegen, wir haben 500 G erhalten und wir haben 3 Veredelungssteine erhalten. Und der Fähigkeitenlevel im Reiten ist bei beiden gestiegen. Warum nicht? Man kann von den 3 Gruppenaufgaben, die wir gesehen haben, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, auch immer nur eine verteilen. Also eine zuweisen. Aber finde ich voll cool. Ich finde ziemlich viel voll cool. Und jetzt sehen wir die Wochenergebnisse der Fähigkeiten. Und holy shit, am Anfang ballern die hoch. Bernadette hat direkt mal Lanzenlevel gesteigert. Und die Sturmlanze gelernt. Woo! Wir peppeln Bernadette wieder auf. Das ist unser Ziel. Unser Ziel im Haus der Schwarzen Adler ist es, Bernadette wieder aufzupäppeln und vielleicht El Hinhard ein bisschen öfter wach zu halten. So, Punkt. Oh, wer hat Butzeltag? Raphael! Natürlich kriegst du Blumen, Junge. Ich weiß, ein Stück Fleisch wäre dir lieber, aber Blumen sind auch okay. So, und jetzt sind wir wieder am Sonntag. Was quasi unser freier Tag ist. Wir können jetzt zum Marktplatz oder wir können kämpfen. Auf dem Marktplatz möchte ich jetzt aber nochmal gucken. Hier, wenn ich jetzt auf Schmieden gehe zum Beispiel, ist noch nicht freigeschaltet. Bataillonsgilde ist auch noch nicht freigeschaltet. So, Arsenal. Kaufen. Linhard, dir kann ich das Schwert eigentlich weg... Ja, wir lassen es ihm mal. Kaspar hat die Axt. Oh Gott, ich muss mir auch merken, was sie trainieren, ne? Moment, sehe ich das? Oh, ich kann ja hier nicht... Boah, das ist so nervig. Bernadette, du lernst Wasser, Bogen und Lanze, ne? Das heißt, Bernadette kriegt auf jeden Fall eine Eisenlanze. Petra kriegt auf jeden Fall einen Eisenbogen. Eisenbogen. Und Casper kriegt auf jeden Fall die Eisenpanzerhände. Ich finde die mega OP. Gewöhnliche Panzerhände aus Eisen. 2 Angriffe, wenn der Träger den Kampf initiiert. Das heißt, wenn wir das anfangen, machen wir 2-mal Aua. So. Habe ich jetzt noch bei irgendwem irgendwas vergessen? Bei den Magieleuten müssen wir zum Glück nicht drüber nachdenken. Die haben ihre Magie und fertig. Hubert mit der Lanze. So heißt er. Das ist sein eigentlicher Name. Hubert von der Lanze. So ist es richtig.
Ich muss mal ganz kurz gucken bei unseren Einheiten. Sehe ich, was die lernen? Also gut, ich sehe, wo sie gut sind. Ach ja, bei Edelgard haben wir alles so gelassen, ne? Was trainierte sie denn? Ach genau, Guck mal, sie hat in Vernunft hat sie Talent. Das habe ich gar nicht gesehen. Um Edelgard haben wir uns gar nicht gekümmert, ne? Entschuldigung, Edelgard. Es tut mir leid. Tja, da könnten wir uns auf die Vernunft spezialisieren. Oder könnten auch Vernunft leveln. Wobei, ich will das erstmal bei den anderen ausprobieren. Wir haben ja jetzt genug Leute, bei denen wir uns auf ihr verstecktes Talent fokussieren, ein Stück weit. Das sollte ja erstmal reichen, um mitzukriegen, wie das so läuft. Wenn die den ersten Waffenlevel darin haben, vielleicht wird das dann schon ausgelöst. Hier können wir uns die Examen angucken. Grundklasse, Primärstufe, Mittelstufe. Und da sehen wir schon, es gibt ganz schön viele Klassen. Ja, da ist Lanze richtig. Okay. Das passt schon alles. Das Wichtige war, dass Bernadette noch eine Lanze bekommt und Petra noch einen Bogen. Können wir im Laden noch irgendwas super Wichtiges kaufen? Edelgard lernt aktuell die Axt und die Autorität. Ich weiß nicht, ob wir Edelgard auch noch mal eine andere Waffe geben. Ich bin ein großer Fan von Schwertern. Das heißt, Edelgard kriegt auch nochmal ein Schwert von uns und jetzt haben wir eh nicht mehr so viel G. Nur nochmal ganz kurz gucken, ob es im Laden noch irgendwas super Geiles gibt, was wir brauchen, aber da gibt es auch nichts Neues. Okay, eine Fackel, ja, aber das brauchen wir alles nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die Folge ein bisschen kürzer und starten in der nächsten Folge frisch mit dem Kampf. Haben wir in dieser Folge den Unterricht einmal komplett kennengelernt mit Tutorials, mit ein bisschen Gesülze von mir. Und in der nächsten Folge geht es dann los mit dem ersten richtigen Kampf. Das ist noch nicht die Mission. Ihr seht es unten am 31. des Monats, wo das Wappen ist, wo unser Gryffindor-Wappen ist. Da finden immer die Missionen statt, die wir am Anfang des Monats von Rhea kriegen. Dazwischen können wir an den freien Tagen können wir Kämpfe austragen. Das sehen wir aber in der nächsten Folge, wenn wir in den Kampfscreen gehen oder in den Auswahlscreen. Dann erkläre ich dazu nochmal was. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao ciao. Bis zum nächsten Mal.